Moin, die Figuren sucht dies und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute zeige ich euch die komplette Way von Abdomination Buff, Build a Figure, including Marvel Legends und den Marvel Gamerverse Figuren 3 gegen 4. Wir gucken uns einfach mal die Packung gleich an im 360 Grad Video, dann erzähle ich Ihnen kurz was zum Charakter, allerdings was auf der Packung natürlich draufsteht und die Bewegungspunkte schauen wir uns an mit natürlich Einzelheiten der Charaktere in 360 Grad Videos. Und wenn ihr euch fragt, hey, Build-A-Figure, was heißt das denn? Das heißt, ihr könnt aus allen Figuren, was nicht richtig ist, weil die Figur passt, fällt da raus, weil Captain America hat keinen Teil dieser Figur, sondern die 6 Figuren haben jeweils ein oder zwei Teile von Abdomination. Wenn ihr alle Figuren haben solltet oder habt oder euch kauft, dann könnt ihr Abdomination zusammenbauen und das Ding ist massiv. Wie groß es ist, das seht ihr in einem anderen Video, aber ich zeige euch trotzdem mal, was alles in der Box jeweils drin ist. Also, fangen wir mal an. Miss Marvel, die kluge und optimistische Kamala Khan, kämpft entschlossen gegen Ungerechtigkeit, wo auch immer sie auftreten mag. Iron Man, Tony Stark entwickelte seinen innovativen Iron Man Anzug und war an der Gründung der Avengers beteiligt, um die Welt vor den Schurken zu beschützen. Captain America. Steve Rogers, dem ein Supersoldatenserum gespritzt wurde, ist unglaublich stark und ausdauernd und geschickt. Marvels Leader. Gammastrahlung hatte Samuel Stearns in den Leader, einen hochintelligenten Schurken, verwandelt. Marvel. Die Fähigkeit zu fliegen, seine übermenschlichen Kräfte und Ausdauer machen Marvel zu einem gefeierten Krieger. Marvel's Rage. Durch giftige Chemikalien, mit denen er als junger Mann in Kontakt kam, erhält Alvin Halliday übermenschliche Kräfte. Marvel's Mach 1. Abner Jenkins legt seinen mobil ausgestatteten Cyberharnisch an, auch Mach 1 genannt. So, ich zeige euch mal die Beweglichkeit anhand des Charakters Marvel. Die Bewegungspunkte sind bei allen Figuren so identisch. Von daher gucken wir uns einfach mal an, was Marvel so alles kann. Wir fangen natürlich oben am Kopf an. Ihr könnt 360 Grad machen, ihr könnt nach unten gucken und ihr könnt den Kopf nach vorne schieben. Schultergelenk ist, hört ihr auch, das knackt, wenn ihr es benutzt. Hier auf der linken Seite auf jeden Fall kann man es gut hören. Also rastet schön ein. Oberarm könnt ihr drehen, ist ein Swivel drin. Ein Doppel-Ellbogengelenk. Also ihr könnt richtig schön Posen rausholen. Dann natürlich die Hand. Könnt ihr auch komplett bewegen und auch einknicken. Das ist alles möglich, also richtig schön. Dann ein App Crunch, dass die Figur richtig schön nach unten da gucken könnt, rundrücken oder eben nach oben, dass es sich so ein bisschen vor Kugeln duckt zum Beispiel. Ihr habt eine Hüfte, die könnt ihr drehen. Die Beine gehen recht weit auseinander, nicht zu weit. Ihr habt einen Oberschenkel-Twist. Der funktioniert recht gut. Dann natürlich ein Doppelkniegelenk. Das ist natürlich auch sehr gut. Und wir haben einen Bootcut. Nicht zu vergessen, die Füße vor und zurück und natürlich auch zur Seite, sehr weit sogar. Also es geht alles richtig schön vonstatten. Und wie gesagt, das haben wir alles bei allen Figuren auch. Einzigen Einschränkungen, was wir haben, bei Mach 1 ist es so, die Arme gehen zwar hoch, aber jetzt nicht so weit, weil die Rüstungsteile ein bisschen im Weg sind, sind aber sehr weich. Der App Crunch ist auch nur einigermaßen machbar wegen den Flügeln auf dem Rücken. Aber sonst ist die Figur super beweglich. Dann natürlich bei Miss Marvel. Durch den Schal am Hals ist der Kopf ein bisschen ein bisschen gehindert in der Bewegung. Bei Iron Man dasselbe. Iron Man hat die Schulterklappen hier, die sind etwas im Weg. Deswegen gehen die Oberarme nicht ganz so hoch, aber der Rest funktioniert einwandfrei. So, ich unterteile die Figuren einfach mal in die beiden Kategorien. Einmal die ganz normalen Marvel Legends Reihe und die Gameverse Figuren. Der Unterschied ist eigentlich nur der, finde ich jedenfalls, dass bei den Gameverse Figuren Zubehör dabei ist oder auswechselbare Teile, was bei den Marvel Legends Standard eben nicht der Fall ist. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben einmal natürlich Miss Marvel. Miss Marvel hat einen schönen Schal um und sie kann ihre Unterarme austauschen. Natürlich ganz einfach, ihr kennt das System, ihr zieht die Unterarme raus
und steckt die neuen Unterarme einfach in das entstandene Loch rein. Und schon hat sie diese riesengroßen, verlängerten, ja, Knetarme, so Mr. Fantastic mäßig. Eine interessante Figur, obwohl mir der Name so gar nichts gesagt hat, ehrlich gesagt. Also Miss Marvel habe ich noch nie gehört. Aber das überrascht viele von euch wahrscheinlich nicht. Iron Man. Iron Man hat mehrere Zubehörsachen. Einmal seht ihr hier die, ja, man kann entweder sagen, es sind die Schussvorrichtungen, also die Beams, oder eben Thruster. Da könnt ihr auch darstellen, wie er dann durch die Gegend fliegt. Also ein bisschen hier schön abheben und dann fliegen. Ihr habt natürlich noch austauschbare Hände. Einmal eben die Hände, wo er bereit ist zum Schießen oder zum Fliegen. Oder eben zweimal Fäuste, die ganz auch einfach auszutauschen sind. Abziehen, dranstecken, fertig. Ich finde das eine sehr coole Figur. Logisch, ist auch ein Iron Man. Davon abgesehen, da bin ich ein bisschen gespoilert. Und die Farben finde ich klasse. Und der letzte Serie aus dem Gameverse ist der Captain America. Der hat einfach nur sein Schild dabei. Das ist ein Zubehörteil. Was ich sehr gut finde, man kann das Schild entweder auf dem Rücken tragen oder wenn man das Schild abnimmt und diesen kleinen Hebel hier umdreht, dann kann man es an seine Hand klippen. Ihr müsst dann die passende Position finden, das wird aber nicht das Problem sein. Das finde ich recht cool. Also das finde ich bei diesen Gameverse-Figuren schon echt klasse, dass ihr wenigstens ein bisschen Zubehör dabei habt und was mit den Figuren anstellen könnt. Das finde ich richtig gut. Marvels Leader. Sehr cooles Sculpt, der Kopf ist richtig gut gelungen, auch die Adern auf der Stirn sind richtig gut gemacht. Bewegungspunkte brauche ich drüber reden, habt ihr ja schon gesehen, die sind extrem bei den Figuren, also richtig viele Bewegungspunkte und richtig coole Moves, die ihr daraus bekommt. Optisch ist das echt eine coole Figur. Dann Mar-Vell, auch eine sehr interessante Figur, kannte ich auch nicht. Überraschung, Überraschung, aber geiles Farbschema, dieses Blau Metallic mit dem Rot oder Weinrot, dann habt ihr den gelben Stern und ihr habt die Armbinden, diese goldenen Ringe an den Armen. Rein theoretisch könntet ihr die abmachen, weil die sind beweglich. Ihr könnt die Hand abziehen und die Ringe entfernen, wenn ihr das wollen würdet. Auf dem Rücken hat er ein Loch. Ich wüsste es nicht warum. Er hat kein Zubehör dabei, aber ihr könnt wahrscheinlich irgendwelche anderen Sachen damit schön darstellen und Add-ons anstecken. Zum Beispiel das Schild von Captain America würde da, glaube ich, auch reinpassen. Interessant. Also ich finde das Farbschema echt gut. Marvel's Rage. Geiles Outfit. Also ich finde schon mal die Lederjacke, Lederkutte finde ich sehr cool. Dann die Brustbehaarung sehr gut. Die mexikanische Wrestling-Maske könnt ihr leider nicht abnehmen. Also ist alles fest. Finde ich ein bisschen schade, aber das wäre natürlich richtig cool geworden. Outfits finde ich richtig geil. Ihr habt verschiedene Schwarztöne. Die Stiefel sind in glossy, also in glänzend schwarz. Und der Rest ist so ein bisschen matt. Die ganzen Lederapplikationen, die Handschuhe mit den Ketten, mit den Nieten dran, der Gürtel mit den ganzen Nieten. Richtig cooles Teil. Die letzte Figur aus dieser Serie ist der Mach 1. Ich finde die Mold, also die Figur an sich, hat richtig coole Teile. Die Unterarme finde ich mega, die Beine sind krass. Was ich sehr interessant finde, ist die Schulterplatten, die er drauf hat, die weißen, die sind sehr weich. Die könnt ihr sofort nach oben drücken. Und ich dachte erst, die Flügel hinten kann man abziehen, weil die linke Seite geht ein bisschen aus, kann man ein bisschen raushebeln, aber sie ist festgeklebt. Wenn man es darauf anlegen würde, dann könntet ihr es natürlich machen, aber wäre Quatsch, weil dann wäre es ja nicht mehr noch eins, dann wäre es ja nur noch er. Den Helm finde ich auch richtig gut, mit der kleinen Antenne, die auch aus sehr weichem Kunststoff ist, also ihr werdet ihn nicht direkt abbrechen. Und alles in allem sehr cool Bemalung, diese verschiedenen Blautöne, Metallic-Blautöne, klasse. Einige Frauen fragen euch jetzt, warum hat er vorhin gesagt, das sind Buff-Figuren, was soll das denn heißen? Und andere sagen, hey, jetzt zeig den Scheiß endlich mal. Okay, verstehe ich. Also, für die, die es nicht wissen, Buff heißt Build a Figure. Bei 6 von diesen 7 Figuren, bei 6 von diesen 7 Figuren sind Körperteile dabei für eine andere Figur, die ihr bauen könnt. Und zwar Abdomination. Und das Ding ist echt groß. Ich danke auch mal Hasbro, dass sie mir einen kompletten Satz geschickt haben, auch nachgeschickt haben, dass ich euch dieses Buff-Figürchen zeigen kann. Das Buff-Figürchen allerdings zeige ich euch in einem anderen Video separat, weil das Ding ist riesig. Aber ich zeige euch gerne mal die Teile. Also unterteilt ist es natürlich, eine Figur hat ein Bein, die andere Figur hat das andere Bein. Dann haben wir noch die beiden Arme. Jede von den Figuren hat einen Arm. Also sind das schon mal 4. Dann hat eine Figur den Kopf, das ist Teil 5. Und Miss Marvel, die kleinste von allen, hat das riesen Mittelstück.
auch zweiteilig. Das alles ergibt dann die Buff-Figur, die ihr dann in einem anderen Video seht. Lohnt sich auf jeden Fall, die ist krass. Wow, also ich habe das Ding ja jetzt schon zusammengebaut, den Buff, und das Ding ist riesig, das ist massiv. Die Bewegungspunkte sind auch der Hammer, aber das seht ihr in einem anderen Video. Reines Buff-Video, damit ihr die Figur auch mal richtig sehen könnt, was es alles kann. Zu den Figuren muss ich sagen, überraschend. Ich fand es extrem, wie viele Bewegungspunkte diese vier Legends-Figuren haben. Extrem heftig. Was ich ein bisschen schade finde, aber das ist ja wohl normal in der Line, dass die normalen Legends-Figuren, normalen Legends-Series-Figuren, keine Zubehörsachen haben, aber dafür die Gamerverse bombardiert werden mit Zubehör. Na gut, Captain America hat das Schild, Iron Man zwei austauschbare Hände plus die Repulsoren-Blaster-Effekte und Miss Marvel mit ihren beiden Elastikarmen und natürlich die Buff-Teile. Finde ich cool. Ich finde die richtig klasse. Also das Buff-Ding finde ich mega. Und ja, natürlich, für mich ist die Lieblingsfigur Iron Man. Was sagt ihr denn zu den Figuren? Habt ihr die Figuren selber? Wollt ihr die Figuren haben? Seid ihr scharf auf die Buff? Also auf das Abdomination Mega-Vieh? Guckt ins nächste Video rein. Da werdet ihr auf jeden Fall Abdomination ausführlich sehen. Und hier könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen, was ihr zu der Serie denkt. Ob ihr die selber habt, ob ihr die selber haben wollt. Gut, schlecht, böse, in die Kommentare. Und lasst natürlich gerne einen Daumen da, hilft dem meinem Kanal sehr weiter. Und ich danke nochmal vielen Dank an Hasbro, dass sie mir diese Wave geschickt haben, damit ich sie euch zeigen kann. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, sag ich mal, entspannt, Tschüssikowski und Stay Nerdy. Ihr Figuren sucht die.